Meine Freunde, was geht? Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt mittlerweile einen Zweitkanal für Stream-Highlights, Reactions, Real-Talk und sonstigen Kram, den ihr auf Twitch eigentlich exklusiv rausballer. Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung und folgt auf jeden Fall bei diesem wunderbaren Twitch-Highlight-Kanal rein, meine Freunde. Folgt mir ebenso auf Twitch, alle Links sind natürlich in der Videobeschreibung, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr meinem Zweitkanal auf jeden Fall ein Abo schenkt. Lasst uns bei der Revi-Gang ganz schnell die 100k voll machen und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ciao! Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei sind heute zwei Menschen, die ich aufs Übertriebenste nicht abkann. Und zwar mit dabei sind Lukas und Alphastein. Was geht ab, Leute? Super. Wir machen heute noch. Ich auch nicht, Alter. Ich weiß auch gar nicht, warum wir das machen, meine Freunde. Ich bin jetzt ganz ehrlich mit euch. Lukas und ich planen tatsächlich, der kommt flach, ein Buch oder eine App rauszubringen. Jetzt nochmal hier die Frage an euch: Was würdet ihr präferieren? Buch oder App? Stimmt mal hier oben ab. Und an der Stelle, meine Freunde, mit was können wir maximal viel Geld verdienen? Denn das ist ja alles, wo es uns drum geht. Das stimmt wohl. Ganz genau, Leute. Wir haben Alphastein mit dabei und ihr kennt der kommt flach. Boah, ich hasse dich so, Alter. Ich hasse dich so wirklich. Über euch alle. Boah, Junge. Alphastein, warum bist du eigentlich immer so leise? Alle, alle. Boah, passt schon, alles gut. Ich bin taub, danke dafür. Ich würde sagen, meine Freunde, wir beginnen direkt mit dem ersten Witz von mir. Und zwar, sag was sagt... Ein Stein zu Brett. Was? Ich bin ein Stein, antwortet das Brett. Wenn du ein Stein bist, dann bin ich Brett Pitt. Alles klar, danke dafür. Der war gar nicht so schlecht. Was sagt ein Hai, nachdem es ein Surfer gegessen hat? Nett serviert, mit dem Brettchen drunter. Ja. Doch! Ich wurde gestern auf der Autobahn geblitzt. Ich dachte erst, ich hätte eine Idee, aber nee. Lukas? Ja? Halt deine Fresse. Weib beim Doktor. Herr Doktor, ich komme es überflüssig vor. Der nächste bitte. Es ist klein, blau und liegt ihr Bein auf einem Stein. Keine Ahnung. Dumpfkacke. Was? Dumpfkacke. Alles klar, stark. Danke. Und lustig, ja. Doktor, wie lang, ja. Doktor, wie geht's mir eigentlich? Wie lange habe ich noch zu leben? 10. Wie 10? Was? Monate, Wochen, Tage? 9. 8. 7. Egal. Ja, deine Mutter ist extrem alt. Okay. Also, die Freundin von Paul. Ich habe es echt satt, dass du mich ignorierst. Paul Becker. Und dich stundenlang mit Detektivspielen beschäftigst. Ich glaube, wir müssen uns trennen. Paul, geniale Idee. So decken wir einen größeren Bereich ab. Sehr gut. Herr Doktor, ich krieg meine... Herr Doktor, ich krieg meine Vorhaut nicht mehr zurück. Hä, bist du dumm? Warum verschenkst du die auch? Heute habe ich eine Pizza mit in den Bus genommen. Der Busfahrer meinte, der Bus ist kein Restaurant. Dann habe ich ihm gesagt, dass genau der Grund ist, warum ich mein eigenes Essen mitgenommen habe. Was für ein Schwachsinn, Mann. Alphastein, hast du auch noch ein paar Witze, oder? Ich finde nichts. Das ist rot und schlecht für die Zähne. Ein Backstein. Super. Mama, ich habe immer noch keine Periode und ich bin schon 19. Claudia hat ihre schon bekommen, als sie 13 war. Du bekommst auch keine, Anton. Kennst du irgendwann Revi, oder? Lukas, alter Maul. Herr Ober, da schwimmt ein Hörgerät in meiner Suppe. Was? komm schon. Nur so ein kleines bisschen, Alter. Oh, du Scheiße. Ein Schwein kommt an einer Steckdose vorbei. Schaut rein und sagt, arme Sau. Haben sie dich eingemauert? Oh, Junge, wieso haben alle deine Witze was mit Steinen zu tun? Polizei, machen Sie bitte auf. Wir müssen mal dringend mit ihm reden. Wie viele seid ihr denn? Wir sind zu dritt. Dann redet doch miteinander. Ja, das ist schon richtig. Hey, ich habe einen guten. Ja? Was steht auf dem Grabstein einer alten Putzfrau? Die kehrt nie wieder. Ja, gut. Au. Meine Ohren, Junge, hör mal auf. Okay, soll ich auch noch einen guten Witz machen? Ja. Deine Mutter ist so fett, wenn sie sich beim Bücken von hinten ansieht, denkt man, es stehen zwei neue Planeten. Stark, ja, gut. Darf Lukas, ich? Ja, bitte. Was steht auf dem Grabstein eines Spanners? Oh, Junge. Geh weg vom Fenster. Boah, halt die Schnauze. Digga, vielleicht Mama, Zeit langsam. Mama, ich hab immer diese Kopfschmerzen, Alter. Hä, bist du dumm? Dann geh endlich von der Dartscheibe weg. 100 Lady! Lukas! Ich hab so ein Werbeperspektiv durch, das ist irgendwie spannender Gras. Boah, ist der Junge da drüben hässlich. Hä, das ist mein Sohn. Entschuldigung, ich wusste, dass Sie der Vater sind. Ich bin seine Mutter. Ja, schade. Ein Dreier zu schieben ist gar nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Mustafa 21 hätte lieber seinen BMW betanken sollen. Das war's. Fritz fragt deine Oma, sag mal Oma, wie viel kostet euch dein Hörgerät? Nein, ich roste nicht. Weil das welche Krankheit haben viele Ungarn? Budapest. Boah, Junge. Aua! Was kriegt man im Totenmeer? Keine Ahnung. Eine Salzstange. Oh Mann. Gut.
Zwei Freunde unterhalten sich. Sag mal, wie ist deine Frau eigentlich so im Bett? Ach, ich weiß nicht so recht. Die einen sagen so und die anderen sagen so. Mir ist das überhaupt egal. Wie nennt man das am meisten verkaufteste Brot in Deutschland? Keine Ahnung. Das da. So real einfach. Welt hätten sie gern. Das da. Warum ist eigentlich die Banane so krumm? Ja, sie muss halt immer einen Bogen um die DDR machen. Alperstein, du? Was steht auf dem Grabstein einer alten Jungfer? Ungeöffnet zurück. Das war gut. Papa, hast du gestern im Bett mit Mama Weißwurst gegessen? Nö, warum? Hä, ich hab nach dem Nachtsicht irgendwie noch die Haut gefunden und sie ausgeschlabbert. Ja. Nee, ist einfach so ganz stumpf. Heute ist mal wieder Bombenwetter. Berlin, 1945, jeder. Einfach dieses jeder. Ein Mann kommt zu seiner geistkranken Ehefrau nach Hause. Schatze, haben Zitronen eigentlich Flügel? Nee, warum? Dann habe ich den Kanarienvogel in den Tee gedrückt. Ja, schade. Ist auf alles, ist auf jeden, sei ein Stall und roll durchs Leben. Deine Schnauze, alter Mann. Anspruch auf mein Deutsch. Noch mehr schwarzer Humor. Kleiner Ralf bekommt einen Anruf. Hallo, ich bin's. Hol mir mal die Mami ans Telefon. Die kann gerade nicht. Sie liegt mit einem anderen Mann im Bett. Oh Gott, holt die Axt und hau ihm kräftig eins übers Dach. 10 Minuten später. Okay, habe ich gemacht. Und jetzt? Jetzt geht's zum Swimmingpool. Hol das große Handtuch, mach das Blut weg. Wir haben gar keinen Swimmingpool. Achso, sorry, falsch verbunden. Kennst du den Unterschied zwischen einem Pferd und einem Kaktus? Nee. Nee? Setz dich drauf, dann weißt du es. Alles klar, danke dafür. Ja. Gut, stark. Pass auf, ein Mann rennt zu der einzigen öffentlichen Toilette, aber diese ist besetzt. Er schreit voller Verzweiflung. Bitte beeilen Sie sich, ich hab Durchfall. Kommt eine gepresste Stimme von innen. Sie haben es gut. Ja. Okay. Könntet ihr kurz lachen einmal, damit nein, ich besser fühle? Nein. Mama, der Weihnachtsbaum brennt. Ach Kind, das heißt, der Tannenbaum leuchtet. Okay, jetzt brennen die Vorhänge auch. Und Opa. Weil er hat wirklich gebrannt. Okay. Mama, du hast mich angelogen. Warum? Du hast doch gesagt, mein kleiner Bruder wäre wie ein Engel. Ja, das ist er doch. Nee, wieso ist er dann nicht geflogen, als ich vom Balkon getreten habe? Der ist jetzt da wohl an der Stelle. Okay. Ein Anleger fragt seinen Anlageberater, ist jetzt wirklich all mein Geld weg? Aber nein, es ist doch nicht weg. Es gehört jetzt zu jemand anderem. Oh. User left. Kann man gehen, oder? Er ist selber gegangen. Danke dafür, Alberstein. Hast du vielleicht noch ein paar mehr Steinwitze, oder? Also, ich weiß es nicht. Nein, okay. Pass auf, die meisten Leute werden ganz schön schockiert sein, wenn sie herausfinden, wie inkompetent ich als Elektriker bin. Witzig. Versteht ihr? Wegen schockiert und... Soldat vorgesetzt, Hauptfeldwebel, was sollen wir eigentlich machen, wenn wir eine Landmine treten? Ja, ganz einfach. 3 Meter in die Luft springen und sich komplett einmal im Gelände verteilen. Danke dafür. Wie viel kostet der Schlitten vom Weihnachtsmann? 0 Euro, der geht nämlich aufs Haus. Jack the Ripper konnte Frauen echt gut aufreißen, oder? Warum leben eigentlich Eskimos so lange? Hey, können halt nicht ins Gras beißen, sind wir zugefroren, ne? Ein Opa zum anderen. Super. Ich habe im Zweiten Weltkrieg 30 Piloten der US Air Force getötet. Ja. Ich war ein schlechter Mechaniker. Hallo. Ja, bitte? Die Mutter zu ihrem Sohn. Bin ich dir eigentlich eine gute Mutter, Paul? Sohn, ich heiße Klaus. Ja, er weiß Leben. Stark, einfach nur stark. Ich habe gestern den Bruder von Bruce Lee getroffen. Brokkoli. Boah, Junge, Alter. Ein Schwein zum anderen. Ach ja, ist mir wirklich wurscht, was mit uns passiert, wa? Weil die werden ja zu... Halt die Fresse. Oh mein Gott. Wie viele Kartoffeln braucht man, um jemanden aus Irland zu töten? Keine. Ich sah so zwei Typen im schwarzen Fahrtenanzug. Ich hab gesagt, voll süß. Seid ihr vielleicht schwul? Dann haben sie mich einfach verhaftet. So, Brokkoli. Komisch, ich sehe aus wie ein Baum. Pilz, ich sehe aus wie ein Regenschirm. Walnuss, wow, ich sehe aus wie ein Gehirn. Banane, können wir bitte das Thema wechseln? Lukas, ich sehe aus wie eine Missgeburt. Weißt du, weil Bananen aussehen wie Häuser. Papi liegt ein Monster unter dem Bett. Nun, Papi liegt eins im Bett. Alles klar, gut. Das ist ein Gespräch hier von Wie heißt eigentlich ein Hund ohne Beine? Der ist ja egal, der kommt halt eh nicht, wenn man ihn ruft. Also... Mama, ich will nicht mehr, mir ist so schwindelig. Ach, hör auf, der Schleudervorgang kommt gleich noch. Ich hab 4 Beine, aber ich kann nicht gehen. Wer bin ich? Ein Tisch. In welchem Urlaubort wird am meisten geflucht? Tourette Mar. Dieser Moment, wenn ein Zombie, der auf Gehirn aus ist, an dir vorbeigeht.
Verstehe ich nicht. Deine Mutter legt sich zum Schlafen aufs Bett. Das Bett sagt mit letzter Zeit zum Sessel. Recht, mein Tod. Ach Mann, ich bin so ein toller Koch. Selbst der Rauchmelder feuert mich an. Deine Mutter schreit auf der Toilette. Guck mal, Kinder, ich bin 3D-Drucker. Lukas? Ja. Deine Mutter wurde letztens tatsächlich bei Kick als Umkleidekabine verwechselt. Ja, das passiert öfters. Wo findest du denn deinen Hund ohne Beine? Da, wo du ihn zurückgelassen hast. Alles klar. Er kann ja nicht gehen. Die Amerikaner brauchen ja keine Mauer. Donald Trump ist extrem dumm. Ein paar Fotos von deiner Mutter würden auch reichen am Grenzzaun. Ja, es ist die, so. Warte, die Nachbarin kam letztens zu Besuch, um sich vorzustellen. Die Nachbarin, oh, das ist aber toll. Ihre Couch hat eine Massagefunktion, ist so schön warm. Ich sitze noch auf meiner Katze. Nee! Der Sohn des Fußballstars bringt stolz sein Zeugnis nach Hause. Papa, mein Vertrag mit der dritten Klasse wurde erfolgreich verlängert. Mein Vertrag mit der dritten Klasse, Alter. Deine Mutter ist tatsächlich so hässlich, sie ist aktive Sterbehilfe. Kennst du den Unterschied zwischen Milch und deiner Mutter? Ja. Die Milch gibt's auch in Fettarm. Wann hat deine Mutter mit der Brotkruste aus dem Wald gelockt? Deine Mutter steigt einfach von beiden Seiten aus dem Bett. Sohn, ich habe all dein Spielzeug im Kinderheim gespendet. Warum hast du das denn gemacht? Damit sie da nicht so langweilig wird. Und jetzt ab! Lukas, deine Mutter ist so hässlich, sie wurde vor kurzem in den Psychiatrieknast eingestellt, um Sexualstraftäter zu kurieren. Stark. Den hatten wir schon mal lieber. Nein, hatten wir nicht. Deine Mutter ist so fett, ich schätze wie 100 Kilo. Ja. Gut. Lukas? Ja. Deine Mutter wird am Elternabend vergewaltigt. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's von diesem wunderbaren Video. Wir sind damit durch. Alferstein, danke dafür. Das war aber dafür der beste Gast. Wir sind bei 10 Minuten. Alferstein, ich weiß nicht, wo man im Internet. Steinwitze, Alter. Er hat Steinwitze vorgelesen. Stark. Was waren die letzten Worte von Superman? Halt doch dein Maul. Leute, in diesem Sinne, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Macht die Abstimmung. Schaut nicht bei Lukas und Alferstein vorbei. Ich küsse nicht eure Augen. Auf Wiedersehen. Fortnite Creator Code Inside. Ciao.